Wir sind heute bei der Probe des Stücks Society Unplugged des Theater Jugendclubs Magdeburg. Und ich habe jetzt die Tima neben mir zu sitzen, links und rechts. Und ja, jetzt stelle ich einfach mal ein paar Fragen, worum es geht in dem Stück. Kannst du dich kurz vorstellen? Mein Name ist Franziska Stuchlik. Ich komme aus Magdeburg und das ist jetzt meine zweite Regiearbeit hier im Theater Jugendclub. Worum geht es in dem Stück? Es geht um zwei Gruppen. Einmal um Hausbesetzer, die von zu Hause abgehauen sind, und Elite-Schüler, die auf einem Konzert waren und Unterschlupf vor dem Regen suchen. Und dann treffen die halt aufeinander und dann erzählen sie sich gegenseitig Geschichten, wieso die Hausbesetzer von zu Hause abgehauen sind. Schüler? Obwohl, die werden ja auch weggenommen. Mann, das ist... Okay, kannst du dich kurz vorstellen? Ja, also ich bin Christoph Engelke, komme auch aus Magdeburg und ich mache zurzeit ein Jahrespraktikum in der Theaterpädagogik hier im Theater und das ist auch meine zweite Regiearbeit zusammen mit Franziska. An wen ist das Stück gerichtet? Wen wollt ihr damit erreichen oder vielleicht auch wecken? Alle, die sich für diese Thematik interessieren und vielleicht erkennt sich ja auch der ein oder andere wieder von den Jugendlichen oder vielleicht auch die etwas Älteren, die sich erinnern, ach ja, ich wollte auch schon mal von zu Hause abhauen und vielleicht die gleichen Gründe darin erkennen. Ich habe jetzt hier die Schauspieler, so einen Teil davon, von dem Stück, links und rechts von mir und ich werde jetzt einfach mal erstmal links anfangen. Kannst du dich kurz vorstellen? Ich bin Mina, bin 13 Jahre alt und komme aus Magdeburg und bin dieses Jahr das erste Mal hier. Also noch ganz frisch. Welche Rolle spielst du jetzt in dem Stück? Ich spiele eine von den Hausbesetzerinnen, die heißt Lyon und ja, die ist auch eben auch von zu Hause abgehauen und jetzt sie doch. Wie gefällt dir selber so das Stück? Ich finde es sehr interessant. Ich finde, das ist mal was ganz anderes beim Theater. Und ja, es erzählt was über die sozialen Verhältnisse und finde es gut für die Möglichkeit. So, jetzt habe ich hier rechts von mir. Wer bist du? Ich bin Nathalie. Ich bin auch 13 Jahre und ich wohne auch in Magdeburg. Seit wann bist du beim Theater Jugendclub? Das ist jetzt mein zweites Stück. Welche Rolle spielst du jetzt? Du bist ja dann auf der anderen Seite, die von der Elite-Schule. Ich bin Marie-Sophie. Aber im Stück werde ich eigentlich nur Sophie genannt. Was ist die Marie-Sophie für so ein Mädchen? Naja, sie geht eben auf eine Elite-Schule, aber ist jetzt eben auch nicht, also ist eigentlich ganz normal, geht eben aber eben nur auf eine Elite-Schule. Und wie gefällt dir das Stück? Ja, ich finde es auch sehr schön. Ich finde auch den Unterschied, dass man den immer sieht, sehr schön, zwischen den Elite-Schülern und den Hausbesetzern. Ja, das gefällt mir sehr. So, dann danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich wünsche euch viel Erfolg für die Premiere. Die ist übrigens am 17. und nicht am 18., wie wir erst gedacht haben. Das haben wir erst jetzt erfahren. Also am 17. ist Premiere des Stücks.